Hi. Who are they? Friends. Renard and his men. Retard and his men. 2 days ago, this morning we found them here. What happened? They were preparing for a mission. Renard was caught with a pocket full of detonators. He was a hard man, but he broke under torture and gave the others Oh, up. I can see him. Butcher skinned him like an animal. What did you say? The Nazis knew chief of public security, an SS colonel. Before the war, he was some kind of race car driver. Jerker. Yes, that's him. Oh, yeah. This is his message to the resistance. What was Renard's target? The siege gun at the Lycée Theater. It's a symbol of Nazi power in this part of the city. The sound it makes is deafening. Every time it fires, the people of Paris lose hope. Then we'll give him something to cheer about. I thought you might feel that way. Speak to Breiman. Alter. Oh, hier ist noch so ein General. Nein, nein. Oh. Ah, wieso gehen die hier hin? Oh nein, was soll die Scheiße denn? Was soll das, ne? Ihr kriegt mich hier nicht. Vladimir, hol den Raketenwerfer raus. Oh ne, jetzt kann ich auch nicht hier rein, weil die mich sehen, ne? Oh doch, nein, sehen, doch, nein, nein, doch, doch, sehen, doch, nein, doch, nein. Dann fahr ich halt mit meinem Dorf kommt. Mit der Chair. No. Was bergst du denn dein Auto da, Idiot, hä? Boah, Kinders, ich würde wirklich gern einfach die Mission machen. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Wir können gleich uns auseinandersetzen. Ich habe blaue Bohnen zu verschenken. Ich kann ballern, bis ihr alle genug habt. Ja, es hat geklappt. Boah, es war hier immer im Kreis, sau witzlos. Ja, komm schon, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Nein! Ich will doch nur escapen, Alter. Aber ich will nicht durch so eine Sperre fahren. Weil ich sonst ja wieder da durch muss, Master World wieder. Komm, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Ja! Der feiert meine Freiheit gar nicht. Oh, jetzt ist er schon weg. Schade. So. Boah, ich hab die so provoked, ne? Ich hab mir über den Fuß fahren lassen. Mann, ist der provoked jetzt. Du, 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 du. Wieder hier? Nee. In jedem anderen Spiel würde ich jetzt einfach eine Taste drücken. Die Karte würde sich öffnen. Und ich könnte sehen, wie weit der weg ist und ob es irgendwelche intelligenten oder interessanten Routen gibt, die ich ablaufen kann. Um dahin zu kommen. Aber hier nicht, weil ich hier einfach keinen Bock habe, Escape zu drücken, zu warten, auf Map zu drücken, kurz zu warten, auf Full Map zu drücken, kurz zu warten, dann, nachdem ich gescrollt habe, noch zu gucken. Und dann nochmal Escape zu drücken. Ja, das sackt einfach. Fahre ich jetzt einfach wild Richtung Brrr. Und hoffe auf das Beste. Es klappt. Er ist aktiv. Hi, Bryman. It's so good to see you, my friend. Likewise. What's the score? The Nazis have located one of our safe houses in the countryside. A place where we hide the women and children from the Gestapo. They are dialing the house's coordinates into the siege gun. Can you warn them? Nein. There isn't time. Then we'll have to do the job quick. Take these.
You're going to need a powerful explosive charge to destroy the gun. Oh, geil. The big gun. Equip and plant the RDX as you... Hä, ich weiß doch schon. Ich hatte doch schon längst RDX. Besonders stark ist er auch nicht. Achtung! Einsatzbereitschaftsprotokoll ist aktiviert. 10 Minuten bis zum Abschuss. Beginn Flugbahnjustierung. Lol. Was denn? Ich hab dir meine Dienste angeboten, ja? Wieso versteckt er mich? Na gut, ich habe ja noch einen Antwort an. Einsatzbereitschaftsprotokoll ist aktiviert. Kann ich hier vielleicht auf die Dächer? An denen allen vorbei, das wäre schon cool. 10 Minuten bis zum Abschuss. Beginn Flugbahnjustierung. Da muss ich nur ein bisschen ballern. Nicht so viel. Wenn nicht im Schneckentempo klettern würde, jedenfalls. Wo ist die Gun denn? Da hinten. Okay. Oh, there you are, you big bitch. Big bitch. Wusste gar nicht, dass Eddys Mutter auch mitspielt. Bedummt. Schade. So wird das nix. Aber der Countdown ist darauf ausgelegt, dass man da durchrennt mit Deckung und alles abballert. Insofern tue ich auch genau das. Ich habe jetzt 240 Schuss, 4 Nades. Den kann ich trotzdem stealthen. 10 Minuten bis zum Abschuss. Einfach weil es einfacher ist. Beginn Flugbahnjustierung. Ja, ja, Feuermann. Alter, zieht man nicht so. Au, au, au. Ich kann schon wieder. Bei jeder Mission, wo ich versterbe, Rage Meter bei mir geht so langsam hoch. Von Tod zu Tod werde ich immer aggressiver. Bis ich dann am Ende richtig rage. Und dann, um wieder runterzukommen, einfach eine Zeit lang gar nichts sage. Weil ich weiß, dass die Alternative Ultra Grage wäre. Aber ich sehe, ich bin recht zuversichtlich, dass es sich bei der Mission hier an Grenzen hält. Weil ich das relativ schnell schaffe. Es kommt nur darauf an, einigermaßen Überblick zu behalten, wo Nazis sind. 9 Minuten auf den Dächern. Und unten. I need to slot that technician before he pulls the trigger. Ach wirklich? Danke, Captain. Jetzt flieg bitte. Ah. Schrotze. Wär generell nicht dumm. Au, au, au. Aber ungenerell wäre das schon dumm. Weil sich ja einige auf den Dächern befinden. Und sich mit der 44... 8 Minuten. Ja, sowohl auf Entfernung als auch... Breakstoff-System. Beginn letzter Überprüfung. Als auf kurze Entfernung ballern kann. Das kann ich ja mit der Schrotze nicht. Auf den Dächern geschossen.
Diese Scheißkerle. Ja, ja. Nein, stirb, stirb. Wie viele Schüsse brauchst du? Das sind doch keine Menschen. Vielleicht der Gipfel der Scheiße. Ein Feuermann hinter einem Geschütz. So Doppelfuck. Noch 7 Minuten. Da kommt wieder ein Scheißkerl. Wo kommst du her? Jetzt sag nicht Deutschland. Okay. Erst will ich den hier ausschalten. Yes. Jetzt mal so eine... Wow, nicht mit Mülltonnen werfen, das also... Ich darf nicht mit Mülltonnen, aber ihr auch nicht, okay? So. Passt, hat man. Danke. Alter, ich darf jetzt nicht noch sterben. Nein, ich will keinen Panzerschreck. Panzerschreck sollte eigentlich grün sein. Zwei habt ihr noch? Ne, noch mehr. Hier ist noch. Ja, ist egal. Die kriegen mich eh nicht, wenn ich hier bin. LOL. Scheiße. Sabotage, okay. Ganz klassisch. Wenn die jetzt auf das immer mitgeschossen hätten, ne? Ich wäre so geraged. Jo. Cannon ist down. Halber Häuserblock auch, aber Wayne. Und direkt wieder was befreit. Geht es aber fix hier. Schlag auf Schlag. Ist der. Nee. Nee, der Eiffelturm ist noch im Dunkeln. Das wird vermutlich das Finale sein. Rockklettern konnte ich übrigens trotzdem schon mal. Also nochmal probieren. Alter, wo kommst du her? Sind jetzt lauter neue gespawnt, wo die Mission beendet ist, oder? Du sollst eigentlich ja an das Seil, aber. Naja. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Erstmal Waffe wegstecken. Erstmal pinkeln. Pinkeln? Nicht? Ich habe Alarm 4. Oh. Da kann ich wohl nur eine Fightback Zone. Hi. LOL. Also so viel Spontanität hätte ich denen ja schon zugetraut. Lass die mal eben anhalten. Wow, sah gerade aus wie ein Laservisier von oben. What the fuck? Also dieses Fluchtgefühl schon ziemlich geil gemacht. Dürfen, was mir jetzt gar nichts bringt. Aber was ist das denn für ein Wagen? LOL. Kaiser. Sexy. Und ich habe sogar Mitfahrer. Ne, scheiße. Okay, überhaupt nicht sexy. Judengold. Ne, nur eine Mülltonne, scheiße. So, das für all die Pommes.
Pommes Männer. Hier, das ist einer von diesen geilen SS-Wagen. Rift the Machine Gun on it. Jo, und jetzt kommt eine Big Ballerei. Fight Back Deluxe. Vorausgesetzt, ich sterbe jetzt nicht sofort. Ja, geil, mit dem brennenden Wagen mitten in meine Kumpels rein. Das ist sicher sinnvoll gewesen. Wenn ich die jetzt kommandieren könnte, würde ich sagen, weg von dem Wagen, ihr Vollidioten. Aber das kann ich. Stattdessen kann ich ballern. Was zum Teufel? Ist da gerade einer von meinen Männern geflogen? Das Ding ist so schön. Ich würde das gerne mal mitnehmen. Über Just Cause 2 einfach abmontieren und go. Ja, kommt ihr mal um die Ecke bitte. So mein Horror, wenn ich jetzt von hinten auf einmal angefackelt werde. Weil es wieder geschafft hat, so ein Wasser hinter mich zu stehen. Alter, stirb mal. War on Terror Block, geil. Sword Easy. Wow, die 44 Pistol, die brauche ich ja auch so dringend. Die Silenced wäre gut. Ich brauche noch 3 Stealth Kills. Ein Zeppelin und ein Wolftank im gleichen Nazi-Alarm. Dafür muss ich einen Wolftank finden. 10 Double Kills, das schaffe ich eh nicht. 10 Nazis in 10 Sekunden mit RDX. Ja, das schaffe ich noch. Hier muss ich wieder Wolftanks befinden. Level 5 Askan, das weiß ich echt nicht, wie ich das machen soll, wie ich das schaffen soll. Ja, das mache ich auf jeden Fall noch. Das wird, so habe ich mich belesen, weil ich ja keine Ahnung hatte, wegen der Garage mit den Autos, habe ich ja mal da geguckt, innerhalb der Story automatisch. 20 Nazi Vehicles with one Vehicle. Ja, da bräuchte ich einen Panzer für, ne? Und Nazi Train Bridges, da muss ich Brücken versprengen können, das kann ich noch nicht. Das muss also noch kommen. Los, geht weiter. Oh fuck. Fuck, fuck. Falsche Tasten, falsche Tasten. Schon doof, wenn man die Finger nicht auf WASD, sondern auf A, Y, X und noch irgendwas hat. Schüsse von. Oh ne. Stirb, Zeppelin, stirb! Stirb! Alter Zeppelin, lass das! Mir reicht jetzt. Ich warte jetzt, dass meine Kumpels die Kills machen. Moment, die sind eh im Moment fertig und muss jetzt nicht extra hochgehen. Wird dumm. Yay! Wie? Was? Ja, hau ab, du Sau. Ja, du Scheißkerl. Fühlt sich cool in deiner Rüstung, ne? Was hat der, eine goldene? Hallo? Oh mein Gott. Was ist das für eine Waffe? Ist ja mal richtig edel. Terror Squad Waffe, Terror Squad Waffe. Kann ich die schon kaufen? Ich weiß gar nicht.
War noch ein MG übrig, was ich kaufen konnte? Hm. So, und ich muss zu der B gehen. Erstmal Message. I was sorely disappointed to find Kurt Dierker still among the living. However, I was equally relieved to learn of your own good health. I have come to Paris to speak with you Rousseau wurde ermordet, oh nein. Murder of Jules Rousseau. Ich bin auf dem Weg, Bishop. Wie jetzt? Wenn die Nazis einen Schuss hören. Ja gut, doch, ist sinnvoll. Der hat mich direkt gesehen. Der hat runtergeschaut und mich direkt gesehen. Ich stand ja mitten in dieser Suspicion-Zaun, wo der den Schuss vermutet hat. Und darum hat er direkt gedingst. Okay, es ist logisch. Das war einfach dumm von mir. Warum machen sie sowas? Mein Hirn arbeitet gegen mich. Wer diverse 9-Gag-Posts kennt, der weiß, was ich meine. Das Hirn arbeitet einfach täglich gegen mich. Hey, du schaffst mal mit Klausur. Lass mal noch aufbleiben. Lass mal nicht anschlagen. Willst du lernen? Hey, guck mal da vorne, der Film. Ich will jetzt nicht heute Abend Film sehen. Und, all solche Dinge. Wenigstens einen Baum hochklettern könnte, um über diese scheiß spitzen Zäune zu kommen. Aber nein, ich brauche mal irgendeinen anderen hohen Gegenstand. Ich kann nämlich nicht meinen Zeitungsmann verstecken. Oder irgendwo verstecken. Nein, mit so einem scheiß Motorrad fahre ich nicht wieder. Die steuern sich einfach zu scheiße. Ich bin gerade nicht gesehen, Ich muss pinkeln, ich muss ganz dringend pinkeln. Yes. Good spot. Das Ding steigt direkt vor mir aus. Hm, wo ist der denn? Now then. There's people fighting for you out there. Oh, wirklich? Danke, Captain. Der wollte mich überfahren. Gut, Mann. Man die Banken zerstören kann, finde ich übrigens sehr schön. Weil man so trotz der Bäume noch so kleine Zwischenräume zwischen den Straßen fahren kann. Sonst müsste man ja bei jedem kleinen Scheißobjekt da drumherum fahren. Das wäre mega nervig. Ihre Papiere, Dalli! Das heißt hier Dalli, komm erstmal zu meinem Wagen, fetter Arsch. Apropos, ich habe noch keinen einzigen fetten Nazi gesehen. Finde ich cool, weil angeblich gibt es ja welche, die zu heavy sind. Als dass ich sie schleudern würde. Ich weiß hier, ob mir heavy jetzt gemeint ist im Sinne von heftig, also dass ich die Terrortruppen nicht dingsen kann, weil die das verhindern. Habe ich ja noch gar nicht probiert. Oder ob heavy gemeint ist zu dick. Einfach zu schwer. So, das ist erstmal eure Bestrafung. Wow. Warum? Hat er einen Schlaganfall? Er wird mit einer coolen Slow-Mo belohnt. Where's Skylar? Miss Sinclair is away on business. She sends her warmest regards. Right then. I don't like you, and I trust you even less. I'm only here because of what you said about Jules. If this is one of your tricks, we're about to find out just how blue that blood of yours is. I must confess I find your candor most refreshing, Mr. Devlin. In my line of work, honesty is the rarest of vices.
Secrets are the currency of my profession. Your friend Jules was killed to protect a rather important secret. Did you know that? Dierker thought we were working for you. Perhaps, but Jules had to die in any case. He had seen too much, as did you. The Doppelseek factory. What's really going on up there? Are you familiar with the concept of atomic fission? I've never been one for poofy cocktails. I'm sure the barman will be relieved. But it's beside the point. Your friend Jules was killed to protect the secrecy of certain enemy plans. Plans which are critical to the German war effort. I intend to shatter those plans and destroy the men behind them. How about it, Mr. Devlin? Up for another game? Aye. What'll it be this time? Miss Sinclair will return shortly to brief you on the next phase of the operation. If you can pull this one off, they'll give you the Victoria Cross. Ooh. Is that some sort of medal? The VC is my government's highest honor. Then I'll know what to wipe me arse with. Let's call it a case of scotch. Now you're talking. Cheers. Okay. Dann fahr ich mit meinem Wagen. Damit er mich crasht. Was sind das für? Ich fahre hinterher. Was sind das für scheiß Arschloch? Aliens, die können sich wegporten. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich wusste es doch, dass es keine Menschen sind. Das sind schlecht getarnte, böse Aliens. Wie schön, dass die Nazis einfach zugucken, wie ich zu Fuß am Rand über die Grenze gehe und nichts sagen. Whatever, ich denke, das ist ein schöner Ausgangspunkt hier. Dass es einen neuen Twist gibt. Dass die Story weitergeht. Dass Atom Fission wichtig geworden ist. Und dass in dieser Fabrik anscheinend viel mehr gemacht werden wird als nur Autos. Dieses Geheimnis wird beim nächsten Mal eventuell gelüftet. Bei The Saboteur. Als kleines Goodie zum Abschied noch die neue Nachricht. Aha. Freut euch schon mal auf ein Straßenrennen. A man by the name of Horst.